Hallo und hallo, hier ist wieder euer Michael von der Bierkoch. Ich habe mich gebeten, mal zu zeigen, wie die Hochbeete aufgebaut sind. Das machen wir jetzt. Ja, zuerst habt ihr einen ganz normalen Komposter. Kann man vielleicht hier vorne auch gut zeigen. Das ist ein ganz normaler, einfacher Holzkomposter. Kosten um die 20 Euro, je nachdem, wo ihr sie herkriegt. Dann werden die angestrichen, Schutzfarbe, und dann kommt eine Folie rein. Und zwar nehmt ihr ein normales Vlies, keine Teichfolie. Eine Teichfolie ist nicht durchlässig. Das heißt, die überflüssige Feuchtigkeit würde drin stehen bleiben, es käme zu Stockungen. Ne? Das ist hier so ein ganz normales Gartenvlies, nennt man das. Wird oftmals auch zur Unkrautbekämpfung eingesetzt. Also aber unter Gartenvlies, das ist der richtige Name. Ja, dann baut ihr die zusammen. Das ist hier so reingetackert, wenn man das so sieht, ne? Mit solchen, ich weiß gar nicht, wie man das hier nennt. Ne? Diese Nägel würde auch gehen, Schrauben würde auch gehen, je nachdem, was ihr so habt. Dann kommt die unterste Schicht, grobes Holz, richtig große Stücke, bis so 4 cm könnt ihr da reinsetzen. Dann zwischendurch Holz, geschreddertes Holz, kleine Astabfälle und dann mit Erde aufgefüllt. Dann habt ihr ungefähr ein Drittel der Schicht bedeckt. Dann kommt das nächste Drittel. Das besteht aus Pferdemist. Der muss ein Jahr abgelagert sein, gemischt mit Stroh. Dadurch habt ihr schöne Wärme im Beet. Ja, und das letzte Drittel ist dann einfach mit Mutterboden auffüllen. Ja, und dann können wir das mal zeigen, was haben wir gepflanzt. In dem Beet haben wir hier Sellerie drin, wie man sieht. Sellerie, Lauch, das ist ein Kohl. Ne, so ein Einblattkohl, eine ältere Sorte. Schmeckt sehr gut für Eintöpfe zum Beispiel, aber auch für Gemüse. Ein paar Kräuter haben wir zwischendurch drin, haben wir Dill hier mit drin. Gehen wir mal zum nächsten Beet. Hier haben wir Senfspinat. Das ist eine Asiasalatsorte. Das ist sehr voll, sehr üppig halt. Zwischendurch haben wir Brokkoli hier drin, wie man sieht. Brokkoli, Schierkohl, eine norddeutsche Kohlart. Wenn der abgeerntet ist, dann kommen die Petersilie zum Vorschein, die ihr drunter gepflanzt habt. Die ist in solchen Punkten gepflanzt. Jetzt wandern wir noch einmal weiter zum nächsten. Hier haben wir Pflücksalat drin. Auch hier Brokkoli, Sellerie mit reingesetzt, Lauch. Zwischendurch auch hier sind Kräuter reingesetzt. Kommt man schwer. Dill und Petersilie in sehr kleinen Mengen. Hier kommt die Petersilie durch. Pflücksalat. Der Pflücksalat ist auch richtig voll. Ich ziehe immer wieder zwischendurch ganze Pflücksalate raus, damit weiter Platz hat. Auch hier halt ein Brokkoli drin. Auch etwas Dill kommt hier zum Vorschein. Ne? Im Moment alles wie gesagt sehr, sehr eng, aber der Pflücksalat wird nach und nach abgeerntet. Und dann haben die anderen Sachen Platz. Wenn die wieder abgeerntet sind, dann kommen Sachen rein wie Feldsalat oder wie Pflücksalat wieder nachgesät. Ja. Ja, so ist das. Ich hoffe, das war ganz ordentlich erklärt für euch.